War das überhaupt Aleph? Oder ist einer von euch hier? Hm, nö, von denen will keiner wirklich mit uns reden. Gut, gucken wir hoch. Vielleicht erwischen wir ihn ja noch, bevor der andere der Wind bekommt, dass die da unten kein gebratenes Fleisch essen und wir ihn verarscht haben. Der andere war ja auch schon ziemlich stinkig. Naja, wir machen uns keine Freunde hier in der Mine. Außerdem ein Komiker hier. Genau du. Hast du noch einen Schlüssel? Nee. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Aleph. Der ist ja vielleicht noch weiter unten. Wir hätten mal echt Schlösser knacken lernen sollen. Aber wir haben jetzt schon mehrere Truhen gefunden, die wir nicht öffnen konnten, weil wir halt nicht gut genug sind. Da geht uns bestimmt was durch die Lappen. So, wo geht's weiter runter? Da hinten. Hier sind doch der Gardisten, die werden nicht sowas klauen. Das sieht ganz schön dunkel aus. War nicht besonders schlau. Es wird auch nach oben, nee. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Das sind, oh, an der Geschichte da hinten sind diese komischen Viecher. Nee, das wollen wir nicht. Geht's hier weiter runter? Ja, es geht tief runter. Boah, die hätten es auch ein bisschen übersichtlicher konstruieren können, das Ganze hier. Aber was will man erwarten? Das sind halt nur Gefangene. Das geht gar nicht weiter runter hier. Wie jetzt? Oh, wir müssen wahrscheinlich erstmal in einen anderen Abschnitt und dann da runterkommen. Das ist ärgerlich. Na gut, dann müssen wir diesen Aleph oder Anelf oder wie er hieß, irgendwann anders mal finden. Oder? Oh oh. Oh, da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Ja, so schnell fliegt das auf. Ah. Und er geht gleich wieder auf seinen Posten, ne? Ja. Das können wir dann wohl abschreiben. Wir hätten ihn erst später weglocken sollen, wenn wir genau wissen, wo wir an Schlüssel kommen. Aber naja. Wenn wir später ein, zwei Schlafzauber übrig haben und noch mehr herkommen, können wir versuchen, ihn schlafen zu legen und das dann zu knacken. So, hier war das Pärchen, das sich immer gegenseitig verarscht. Hier ist nix. Genau, da ging es wieder zurück. Also, wir haben jetzt die Liste. Die bringen wir ins neue Lager und treten denen dann endlich bei und kriegen hoffentlich eine neue Rüstung. Und vielleicht auch Zugang zu ein bisschen besseren Waffen. Also die Axt hier ist ja schon besser, aber besser geht immer. So, da war ein Seitengang, da wollen wir nicht hin. Sondern hier hoch, genau. Da ist noch ein Butler. Gucken wir mal, ob das der Aleph ist. Du hast uns über die Mine erzählt. Wer bist du? Worauf sollte ich in der Mine achten? Auf die Minecrawler. Je weiter du nach unten kommst, desto näher bist du den Viechern. Die Mistdinger kommen direkt aus Belias Reich. Man kann sie schaben und kratzen hören. Sie lauern in der Dunkelheit und warten nur auf dich. Ich habe gesehen, wie sie getötet haben. Gnadenlos und schnell. Wenn du am Leben hängst, solltest du dich nicht hier unten aufhalten. Geh lieber, bevor dir noch was passiert. Oh, das klingt gut. Der Ausgang müsste auch gleich hier gewesen sein, ne? Ah, jo. Endlich wieder Tageslicht. Wenn denn noch Tag ist. Schauen wir mal. Und von der alten Mine müssten wir auch relativ schnell ins neue Lager kommen. Weil das neue Lager ist ja auch im Westen der Karte. Und die Mine ist im Nordwesten. Gucken wir mal kurz.
Hallo, wo ist unsere Karte? Da ist unsere Karte. Wir sind jetzt bei dem großen roten X und das Lager ist da links bei dem See. Also, runter zur Straße, die Straße über die Brücke folgen und dann rechts abbiegen. Na, mal gucken, ob wir uns das so lange merken können. Und wir haben es noch, grellen, hellen Tag. Aber dass die hier echt keine Wachen aufstellen? Na, die Wachen werden wahrscheinlich alle drin gebraucht werden, wegen den Minecrawlern. Das Ding sah auch ganz schön garstig aus, wie es da in der Dunkelheit so hin und her gerutscht ist. Und ziemlich groß. Aber ja, das ist was für später. Wenn wir in unserer Plattenrüstung mit dem Stahl zwei Hände durch die Gegend schreien. Das sind die nur Scavenger. Dachte schon, das wären diese komischen Riesenmäuler von da hinten. So, dann weihen wir doch mal die Axt ein. Okay, die haben wir schon mit einem Schlag getötet, als wir noch das Schwert von uns haben. Bei so einem Wolf können wir das mal ausprobieren. Oder Blutfliegen, ich glaube, die haben wir nicht mit einem Schlag umgebracht. Nee, da brauchten wir zwei. Das müsste jetzt der Weg sein, da kommt gleich die Brücke. Ja. Oh, Schweineratten. Wo Schweineratten sind, sind meist Höhlen. Und wo Höhlen sind, können Sachen sein. Also Heiltränke primär, die wir jetzt gefunden haben. Heiltränke und Kräuter. Warum auch immer so viele Heiltränke in Höhlen sind. Aber das stellen wir nicht in Frage. Wird einfach akzeptiert. Und was haben wir hier? Nix. Na gut. So viel zu meiner Theorie. Und da sind gleich die Blutfliegen zum Testen. Hops. Oh, eigentlich wollte ich springen. Na, ganz knapp zwei Schläge. Du willst schon wieder Eier in meinem Kopf legen. Ich habe das genau gesehen. Bleib stehen. Da hinten sind schon die Reisfelder, ne? Ah, dann können wir hier durch abkürzen. Schön, schön. Das merken wir uns doch gleich mal. Dann müssen wir nicht immer draußen bei den Wachen da vorbei. Und dieser vergammelten Fischerhütte. So, also... Hops. Ah ja, klar. Bei so einem glitschigen Stein. Naja. Mal gucken, ob der uns wieder angreift. Dieser eine Schläger von dem Reislord. Wie beim letzten Mal. Oh, wenn wir Pech haben, ist hier irgendwo der Lurker. Aber bisher sehe ich nichts Geschupptes. Oh. Ist er wohl doch oben bei dem See. So, und da sind die beiden Schläger. Die umgehen wir jetzt mal. Dumm-di-dumm. Um die kümmern wir uns, wenn wir unsere Rüstung haben. Ja, damit werden wir uns wahrscheinlich sehr beliebt machen, wenn wir die Schläger verprügeln und den Reislord von seinem Amt entheben. So, dem Homer können wir da noch nicht helfen. Der will ja den besagten Lurker tot haben. Aber steht auch auf unserer Liste. Solaris war, wenn man reinkam, links hoch und dann gleich wieder links. Da standen auch gleich zwei Wachen. Was ist das da oben für ein Symbol eigentlich? Da werden wohl die Wassermagier hausen. Also, links hoch und gleich wieder links. Das sieht gut aus. Speichern wir mal. Ups. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht. Wie bist du daran gekommen? Ion hat sie mir gegeben. Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Taurus geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Taurus ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Kann ich jetzt rein oder was?
Geh nur. Lares werden die Augen aus dem Kopf fallen. Das klingt ja, als wenn Diego eigentlich kein so schlechter Kerl wäre. Na gut, er hat uns ja auch in seinem Bett pennen lassen. So, aber ich wollte eigentlich speichern und nicht den Dialog abbrechen. Also LP17. Und jetzt klauen wir ihm nicht den Wein, das würde er nicht mögen, sondern sprechen ihn einfach an. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer, das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Ah. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sacken uns alles ein. Das haben wir gleich. So, hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. Ich sehe schon so eine Liste. So 5 Leibbrot, 10 Flaschen Wein, 50 Stahlplattenpanzer. Na gut, wir haben noch die 400 Erz, die wir abliefern müssen. Stimmt. Ich habe die 400 Erz. Gut. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. Oh, können wir jetzt aufgenommen werden? Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Das will ich meinen. Und ich habe sogar ein Geschenk für dich. Eine bessere Rüstung. Nicht viel. Aber du hast sie dir verdient. Schön, schön. Und was soll ich jetzt machen? Du bist jetzt ein Mitglied unserer Bande. Es steht dir frei zu tun, was du willst. Wenn du dich nützlich machen willst, geh zu Mordrak und unterstütze ihn bei der Sektensache. Ach stimmt, wir hatten ihm die Nachricht überbracht, dass wir jemanden im Sektenlager einschleusen sollen. Er hat zwar gesagt, ach, das regelt sich schon von selbst, aber... Oh, oder meinte er, dass wir das schon von selbst regeln, weil er wusste, dass wir aufgenommen werden? Na gut, schauen wir uns erstmal die Rüstung an. Die Rüstung macht... Ja, ist mal eben doppelt so gut wie unsere alte Rüstung. Und die Butlerhose können wir jetzt verkaufen. Schön, schön. Wie schaut's mit Lernpunkten aus? Da haben wir 20 Stück. Damit könnten wir unsere Nahkampffähigkeit, also die Einhandfähigkeit, verbessern. Das wäre schon mal ein guter Plan. Oder viermal Stärke erhöhen um 5 Punkte. Entscheidung, Entscheidung. Oh, und Schlösserknacken müssen wir immer noch lernen. Du, was hast du gemacht? Du hattest uns vor dem Typen beim Lagerfeuer gewarnt, oder? Hallo! Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Oh, und er hat Erz, das ist immer gut. Wie viele Dietriche haben wir eigentlich? Wir haben 26, das reicht erstmal eine Weile. Geben wir mal die hier. Dafür wollen wir all dein Erz. Und was hast du noch so? Den ganzen Krimskrams haben wir ihn verkauft, ne? Schmiedehammer. Ja, nichts Ordentliches dabei. Schade, schade. Na gut, dann nehmen wir noch einen Heiltrank und einen Dietrich. So, gab es hier nicht noch einen Händler? Weil jetzt, wo wir Mitglied der Bande sind, müssen wir auch Zugriff zu besseren Waffen haben. Das sind alles normale Banditen. Hallo. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Nö. Akrobatik wollen wir nicht. Quatsch wird viel. Ah, er hier ist der, mit dem wir nicht sprechen sollen. Früher wäre das ganz anders. Hi ho, Kumpel! Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Ah, gut. Hier können wir Schlösser öffnen, lernen. Hm.
Nee. Lieber erstmal besser kämpfen können. Weil in Truhen können wir eigentlich nur Sachen finden, die wir verkaufen können. Und ein wirkliches Erzproblem haben wir zurzeit nicht. Hör nicht mehr auf das Gefahr, so also sparen wir uns das für später, falls es mal wieder knapp werden sollte. Hör nicht mehr auf das Gefahr, so. Hey, du bist jetzt einer von uns, Kleiner. Ja. Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Oh, das klingt gut. Ich suche eine bessere Rüstung. Jetzt, wo du einer von uns bist, kann ich dir eine verkaufen. Ich halte mich da lieber raus. Ich hab nicht oh, schwere Rüstung. 1200 Erz. Autsch. Wenn wir tauschen würden, hätten wir es vielleicht, aber er will sie ja bar, in Anführungszeichen. Also versuchen wir es mit ihm zu handeln. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Und der 200 Erz. Gut, gut. Dann verkaufen wir mal die Klingen. Das sind schon 200. 2 von den Zangen. Der Rest ist nicht ganz so viel wert. Ja. So, 212. Die nehmen wir schon mal. Die Blutfliegen. Ha, da könnte was Wichtiges drinstehen. Das nehmen wir auch mal. Und Weintrauben. Nee, danke. Bögen brauchen wir auch nicht. Dietriche haben wir eigentlich auch genug. Also gut, gleichen wir das mal aus. 300. Wir haben noch 10 über. Reisschnaps nicht. Na gut, dann nehmen wir zwar Reis.